Es war genau so ein Spiel, wie ich das erwartet habe. Ich war tatsächlich vor ein paar Monaten hier und war auch nicht viel anders. Die Mannschaft von SCFL spielt schon sehr, sehr guten Fußball und ist sehr, jedes Spiel ist ja brutal intensiv. Und deswegen das zu überstehen über 90 Minuten ist nicht selbstverständlich. Und ich freue mich sehr, dass wir so ein schweres Spiel heute für uns entscheiden können. Ich denke schon, dass die Mannschaft von Fell spielerisch überlegener uns war. Wir waren mehr oder weniger ansatzweise waren wir gefährlich, aber wir haben wenig vom Spiel gehabt und der Druck war oft bei uns zu groß. Wir haben Probleme gehabt mit dem Sechser von Fell, das im Griff zu bekommen. Erste Halbzeit haben wir mit Connor und Connor Krempicki und Boadus versucht, die zwei Innenverteidiger zuzustehen. Aber das Problem war, dass der Sechser immer wieder in der Schnittstelle hinter den beiden kam und waren wir schnell zu überspielen. Dann haben wir in der Halbzeit das bisschen korrigiert, was mir auch klar war, dass wir zu sehr verwaltet haben. Wir wollten schon ein bisschen nach vorne öfter spielen, aber das war nicht möglich. Und komischerweise nach dem 1-1, dann auf einmal ging es bei uns doch wieder nach vorne und haben ein bisschen mehr Räume gehabt, haben wir nicht immer wieder sauber bis zu Ende gespielt, aber doch nach den einzelnen Aktionen von Stoppe kam, machen wir 2-1 und waren noch ein paar Minuten zu spielen, wo wir gedacht haben, jetzt irgendwie so müssen wir die Zeit retten. Haben wir das geschafft und am Endeffekt gewonnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt glücklich gewonnen haben, weil wir toll gekämpft haben, nicht nur wir, auch die Mannschaft von Fell. Aber vielleicht haben wir heute das Glück gezwungen. Also wir waren nicht die bessere Mannschaft. Aber wir haben auch toll gekämpft und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Also als allererstes, Pavel, Glückwunsch zum Sieg, ja, das gehört sich. Ich möchte nicht zu kritisch sein. Ja, das fällt mir zwar sehr, sehr, sehr schwer, weil klar, es ist immer ärgerlich, wenn man durch individuelle Fehler Gegentore kassiert. Mir ist das total bewusst, das ist Fußball, Fehler passieren, aber wir haben in den letzten Wochen viel zu viele davon gemacht, viel zu viele entscheidende Fehler, die zu Gegentoren geführt haben. Und ja, ich glaube, dass wir echt gut in die Partie reingekommen sind. Wir wollten den Ball im Zentrum behalten. Ja, gegen 4-4-2 sind wir im Zentrum nun mal in Überzahl und das wollten wir ausspielen. Das haben wir nicht immer gut gemacht. Duisburg hat es auch fleißig verteidigt, aber dann gab es Momente, wo wir es dann auch geschafft haben. Aber aus unseren Möglichkeiten, die wir dann auch ansatzweise hatten, haben wir auch viel zu wenig gemacht. Ja, also klar, Duisburg geht mit 1-0 in Führung. Wir wollten das Ding in der zweiten Halbzeit umdrehen. Und dann ja, haben wir es mal geschafft, zu flanken, den Ball auf Außen zu kriegen und machen dann den Ausgleich. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ja, die Jungs wollen das Ding jetzt umdrehen. Und dann kriegst du ein 2-1 aus einem Einwurf. Ja, das ist dann auch zu leicht, ne, zu einfach. Ne? Und solche Fehler kosten dir nun mal die Spiele. Das ist traurig und total frustrierend, weil ich bin ja nicht unzufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft. Die wollten auch am Ende das Ding umdrehen. Die haben gegen eine Mannschaft gespielt, die dann auch total leidenschaftlich dann am Ende auch gekämpft hat, muss man auch sagen. Es war ja nicht einfach. Du gewinnst ja nicht mal ebenso gegen MSV Duisburg. Das geht ja gar nicht. Aber wir müssen einfach reifer werden. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die abgezockt ist, die dann am Ende alles dafür gemacht hat, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, wir haben heute Ostergeschenke verteilt und dann, ja, dann gewinnst du eben keine Spiele. Aber das nehmen wir mit, lernen wir daraus. Ja, wir haben viele junge Spieler bei uns in den Reihen, die lernen müssen und die auch lernen werden. Ja, die sind alle willig. Und dann werden wir aus den Fehlern hoffentlich auch lernen und das in den nächsten Spielen besser machen. Denn da wollen wir auch gewinnen. Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und das ist eben der Auftrag, das Ziel. Also Pavel, nochmal Glückwunsch zum Sieg. Ich muss sagen, ich hätte gerne heute gegen dich gewonnen, aber vielleicht nächste Saison dann.